Und hallo und herzlich willkommen zurück zu Deus Ex Human Revolution. Ja, wir sind das letzte Mal vor diesem ehrbaren Haus stehen geblieben und wollten uns Hengshar noch ein bisschen anschauen. Die tolle, tolle Stadt. Und das war kein Sarkasmus. Seht ihr das? Was das da sein soll, daraus bin ich irgendwie nie schlau geworden. Sind das Klimaanlagen? Ist das irgendwie ein Statement der Entwickler oder so? Naja. Gut, schauen wir uns hier weiter um. Wir wollten ja Ning retten. Wenn das ihr Name war. Oh, noch ein Lädchen zu plündern. Mit einem Munitionskoffer, das ist, ja, nett. Was ist das hier eigentlich? Eine Apotheke oder sowas? Scheint wohl so. Natürlich nichts bewacht. Unser magischer grüner Pfeil zeigt uns an, dass wir da runter müssen. Könnt ihr einfach springen, aber nö. Ah. Diese Leutchen wollen mir doch nicht zurecht gefallen. Wen haben wir denn da? Ah ja. Nings Wachen eliminieren. Drei Ziele. Tja. Wie gehen wir das an? Ich könnte natürlich einfach... Ob wir es uns so einfach machen? Vielleicht warten wir noch kurz, bis der da wieder weg ist. Oder chillt der jetzt da eine Runde? Ja, der lässt sich da jetzt gut gehen. Blödes Timing. Na los, Kollege. Schieb ab. Na? Ja, so ein Feiner. So ein Braver. So, dann schauen wir doch mal. Einmal. Zweimal. Und Nummer 3. Na komm, den schnappen wir uns so. Aufs Maul! Na? Ah. Ich dachte schon, jetzt geht die halbe Stadt auf uns los. Du hast nichts. Du hast ein PDA. Mit dem Code für die Zelle oder für die Garage. Du hast auch nichts, außer deine Waffe. Lassen Sie mich! Ja, wir retten dich doch. 5377. Und... Hallo, Ning! Wer sind Sie? Ihre Freundin May schickt mich. Sie meinte, Sie stecken in Schwierigkeiten. Sind Sie verletzt? May, ein Glück. Und nein, mir geht's gut. Die haben mich nicht angefasst. Noch nicht. Aber wenn Sie nicht gekommen wären, wie haben Sie mich gefunden? Ich habe mich umgehört. Ich kann sehr überzeugend sein. Ich muss hier raus. Sind Sie wirklich okay? Kommen Sie allein zurecht? Ja. Ich danke Ihnen, wer Sie auch sind. Vielen, vielen Dank. Ich muss gehen. Weg aus dieser Stadt. Weit weg von diesem Ungeheuer Chen. Sagen Sie May, sagen Sie ihr Danke für alles. Ich verdanke ihr, Ihnen beiden, mein Leben. Tja, gern geschehen. Wir sind doch der große Glücklichmacher. Gibt's hier irgendwas? Hier sieht's ja zauberhaft aus. Na, komm mal her. Nein. Mitkommen. So. Jetzt darfst du mal da rein. Und du auch. Rein da. Na. Na, komm. Sei nicht so widerspenstig. Und, na, komm.
Ruht euch ein bisschen auf den vollgepissten Matratzen aus. Und ich schau mal hier runter. Oh, lecker, ein offener Gulli. Schönes, kühles Bier neben dem Kanal trinken. Ein Gullideckel. Och, wisst ihr was? Ich wollte ja ohnehin... Wir schauen uns mal um. Die Kloake ist unser Freund. Kamen wir von da? Nein, oder? Wo geht's denn dahin? Okay, das war irgendwie sinnlos. Hüpf. Na. Wo kommen wir denn da raus? Oh, da ist, gemütlich. Eindeutig. Mit schöner Aussicht. Das kann man doch prima vermieten. Super, ja. Okay, hier zu erkunden hat sich total gelohnt. Da waren wir, da gab's nichts. Beinahe nochmal darauf. Gut. Wir notieren uns, dieser Gulli führt zu gar nichts. Ja, da kommen wir raus, ein Glück. Da waren wir schon mal, ich erinnere mich. Ja, da ist die Tür offen, da waren wir drin. Wo ist denn unser Hauptziel? Da könnten wir da mal einen Blick reinwerfen. Die Ökosphäre der Erde ist in Gefahr, Eliza. Und wir müssen als Spezies aktiv werden, um die Situation zu verbessern. Wegbeißer. Durch eine Kombination aus Eisendüngung und Geo-Kampen. Ja, ich glaube nicht, dass da unser Ziel steht. Schauen wir mal, ich glaube... Oh, ich glaube, da waren wir noch nicht drin. Genau, Geld. Und keinen Sturz. Ja, das war so ein bisschen ein Kritikpunkt an dem Spiel, dass man ungestraft klauen kann. Aber das ist ja in vielen Spielen so. Oh, ein PDA. Ein Depot. Tja, wenn damit eine Garage gemeint ist, von denen gibt's eine Menge hier. Da kommt ein lieber Polizist. Könnte das das Depot sein? Tja, ich möchte es jetzt nicht gerade ausprobieren, denn es könnte dem da nicht gefallen. Wir könnten natürlich... Wir könnten... Wir könnten. Und wir schnappen ihn und ziehen ihn aus der Sichtweite. Und scheinbar stört es niemanden. Tja. Ja. Das war scheinbar richtig. Oh, nett. Haben wir hier auch zufällig? Nein? Na gut, dann hacken wir mal. Das schaut machbar aus. Sehr machbar, wir sind sofort erwischt worden. Na, komm her. Na?
Ich nehme den Stoppwurm. Oh, das könnte tatsächlich schief gehen. Nein, nein! Okay, ich breche ab. Verdammt! Ja, manchmal sind diese Auswahlfelder für die Aktion, die man da an den Knoten machen will, sehr schwergängig. Ihr habt's gesehen, ich habe ein paar Mal drauf geklickt, aber die Auswahl kam irgendwie nicht oder sie hat's nicht angenommen. Billige Ausrede, ich weiß. Also nochmal das Ganze. So. Das läuft doch besser. Zugriff gewährt. Prima, und den Stoppwurm haben wir auch wieder raus. Ein Revolver, unser erster, glaube ich. Aber ich bin auch kein Revolverfreund. Oh, da liegt noch was. Jetzt sag mir nicht, da wäre der Code drin für den Safe. Ja, super. Naja. Was haben wir denn hier? Okay, ich hoffe mal, Tranny bedeutet in Hackerkreisen etwas anderes. Aber wenn er Spaß dran hat, mein Gott. Ich red ihm doch nicht rein. So, den guten Mann können wir hier liegen lassen. Sein Gewehr nehmen wir mit. Die sind uns nicht böse, nein. Wo irre ich eigentlich rum? Schauen wir doch mal auf die Karte. Da ist die Limbklinik, da ist Tai Yong Medical. Wir müssen höher. Na, weg. So. Höher. Hier geht's höher. Das sieht doch besser aus. Ach, hier ist wieder unser Kriechtunnel. Und wir wollten... Waren wir da? Ja, da waren wir. Oh. Okay, scheinbar muss ich für die Hauptmission in ein anderes Gebiet. Ja, muss ich. Gut, dann geben wir doch schnell noch diese Nebenquest ab. Das ist ja gleich hier um die Ecke. Uns wurde gesagt, das Hive soll hier der Club sein. Ja, da sind wir schon. Wofür soll das Fragezeichen stehen? Keine Ahnung. Gut, schauen wir mal nach, wie hieß sie? May? War sie hier? Sie war... Nö, über uns. Genau, da. Hallo, May. Und? Haben Sie ihn gefunden? Ja, klaro. Ja, sie ist wohl auf, aber auf der Flucht. Ich denke, sie will die Stadt verlassen. Sie war schon immer clever. Ein Glück. Ich werde gleich mit ihr reden. Hier ist Ihre Bezahlung, wie versprochen. Wenn Sie mehr wollen, hätte ich noch einen Job. Etwas für einen Mann mit Ihren Talenten. Sind Sie interessiert? Das kommt ganz auf den Job an. Sie haben sicher schon von Diamond Chan gehört.
Er ist ein böser Mann, der vom Elend dieser Stadt lebt. Wenn hier Frieden einkehren soll, muss er verschwinden. Sie wollen, dass ich Chan töte? Ja, aber es muss wie ein Unfall aussehen. Oder Selbstmord. So, Diamond Chan. Da hat Silber und Gold wohl nicht mehr gereicht. Details. Die Aufgabe. Was genau soll ich machen? Lower Hangsha ist ein gefährliches Pflaster. Ich weiß, dass Diamond Chan ein Apartment unter dem Dach bewohnt. Schlagen Sie ihn K.O. und werfen Sie ihn vom Dach. Den Rest erledigt die Schwerkraft. Na, ob das nach Unfall ausschaut. Gibt's denn keinen anderen Weg? Es muss einen anderen Weg geben, Chan aus dem Verkehr zu ziehen, außer ihn zu ermorden. Den gibt es. Ich habe Zugang zu gewissen Mitteln. Wenn Chan damit erwischt wird, wäre er kein Problem mehr. Ich soll ihm also Drogen unterschieben? Nicht ihm. Verstecken Sie sie einfach in seinem Apartment. Und falls er zu Hause ist, schlagen Sie ihn K.O. Deponieren Sie die Drogen und kommen Sie zurück. Ich habe einen Freund bei der Polizei. Den rufe ich an und sorge dafür, dass Chan verhaftet wird. Das klingt doch besser. Fragen wir noch ein bisschen nach. Erzählen Sie mir von Diamond Chan. Er ist ein Monster. Zuerst hat er meine Mädchen mit Drogen süchtig gemacht. Dadurch konnte er sie kontrollieren und sie waren von ihm abhängig. Aber seit es diese billigen Schwarzmarkt-Augmente gibt und die freie Augmentierungsfantasien haben, ist es noch schlimmer. Womit wir wieder beim Anketten wären. Ja, um mehr Milch aus seinen Kühen zu pressen, schlachtet er sie. Die Augmente sind nur eine andere Form der Kontrolle. Die Mädchen sind jederzeit ortbar und weil sie Neuropozin brauchen, laufen sie nicht weg. Tja, das klingt unfein. Warum muss ein Tod wie Selbstmord aussehen? Ich habe Chan schon mehrmals gedroht. Sie haben Ning geholfen. Wenn Chan jetzt irgendwas zustößt, denken seine Harvester-Freunde sofort, wir stecken dahinter. Und das möchte ich vermeiden. Das ist logisch. Was haben Sie vor, wenn Chan kaltgestellt ist? Nutzt dann nicht sofort ein anderer Möchtegern-Zu, hätte Ihre Schwäche aus? Ich kenne jemanden mit einem eigenen Sicherheitsunternehmen. Den werde ich anheuern. Das müsste reichen und ich kann seinen Leuten vertrauen. Tja, dann wärst du hier die, Puff-Mami? Okay, wir nehmen an. Ich mach's. Gut. Ich gebe Ihnen die Adresse von Diamond Chans Apartment. Es ist irgendwo unter dem Dach. Lower Hangsha ist ein gefährliches Pflaster. Schlagen Sie ihn K.O. und werfen Sie ihn vom Dach. Den Rest erledigt die Schwerkraft. Falls Sie Chan nur hinter Gitter bringen wollen, nehmen Sie diese Drogen. Deponieren Sie sie in seinem Apartment, nachdem Sie ihn K.O. geschlagen haben. Kommen Sie anschließend zurück, dann rufe ich meinen Freund bei der Polizei an. Er erledigt alles Weitere. Ja, das sagtest du schon. Sollte ich sonst noch etwas wissen? Ja, das sollte man fragen. Sollte ich sonst noch was wissen? Chan dürfte allein sein. Er ist zu stolz, um sich mit Bodyguards zu schützen, aber seien Sie vorsichtig. Allein oder nicht, Chan ist gefährlich. Alles klar. Mr. Jensen, fügen Sie Diamond Chan keine Verletzungen zu, die auf einen Mord hinweisen. Beim geringsten Verdacht machen uns seine Freunde die Hölle heiß. Also keine Tranquilizer oder Peps. Ich muss ihn also per Hand ausschalten. Dürfte kein Problem sein. Das ist gut, ja. Viel Glück, Mr. Jensen. Ich warte hier. Naja, als würde es nicht auffallen, wenn er irgendwelche Blessuren davontragen würde, wenn wir ihn per Hand ausnocken. Das hinterlässt doch auch Spuren. Naja.